So, danke für die Fragen. Das heutige Thema habt ihr auch viele gefragt. Ist Paraguay Immobilien kaufen? Viele von euch fragen danach und da werde ich viele Fragen, die mit diesem Thema zusammenhängen, einfach beantworten. Bleibt dran. So, ich gehe jetzt mal ins Büro, also aus der Sonne raus. Sonst denke ich mir, das Bild voll in der Sonne, wie man sieht, wird vielleicht nicht so toll sein. So, danke nochmal für eure Fragen. Jetzt voll im Schatten in dem Quincho-Gästebereich. So, die erste Frage, die ihr oft stellt, wer kann überhaupt eine Immobilie in Paraguay erwerben? Ganz klare Antwort. Jeder kann eine Immobilie, sprich Haus, Grundstück etc. in Paraguay erwerben. Es gibt zwei Voraussetzungen, grundsätzliche. Einmal der gültige Reisepass, der sicherlich jeder von euch hat, sonst würde er gar nicht mal in Paraguay sein. Und die zweite Sache ist Personalausweis, also paraguayischen Personalausweis. Also entweder oder man hat es auch beide, aber grundsätzlich für Ausländer reicht ein Reisepass. So, bei Immobilien fragt ihr auch immer, ja, was macht man da, wie kann man die Immobilie erwerben? Ja, ähnlich oder praktisch gleich wie in Deutschland oder grundsätzlich in Europa. Also Reisepass und Notarvertrag. Ganz einfach, und zum Notarvertrag gehören natürlich auch die aktuellen Dokumente des Grundstückes. Und jede vernünftige Notarin bzw. Notar, falls ihr nicht über Paraguay Live Team kauft, müsst ihr euch das ja auch erklären. So, viele von euch fragen, Pitt, was soll ich am besten kaufen? Eine gebrauchte Immobilie? Oder Grundstück erwerben und neu bauen oder vielleicht zuerst zur Miete wohnen. Gut, grundsätzlich natürlich die Entscheidung liegt bei euch. Natürlich, welche Region in Paraguay soll ich wählen? Dazu mache ich aber noch extra Video. Die zweite Frage bzw. die zweite Sache ist Gebrauchtimmobilien. Okay, man kennt wahrscheinlich aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, dass man sagt, ach genau, also da, soweit ich mich ja erinnere, zum Beispiel in Deutschland, da ich in der Immobilienbranche gearbeitet habe, war ja so, dass natürlich Gebrauchtimmobilien schon preiswerter waren, also grundsätzlich als Neubau. Und man hat natürlich ganz anderen Standard. Was meine ich mit Standard? Klar, also Bauausführung. Hier in Paraguay ist etwas in Anführungszeichen anders. Das heißt, es ist schon schwer, eine vernünftige, gebrauchte Immobilie zu erwerben. So, und der dritte Punkt wäre natürlich Neubau. Also ich hier in Paraguay, da ich schon fast 19 Jahre Erfahrung habe hier in Paraguay, sage ich einfach, also Neubau, meine persönliche Meinung dazu ist, lohnt sich auf jeden Fall. Warum? Ganz einfach. Ihr wisst, was ihr für euer Geld bekommt und wisst ihr, welche Bauqualität. Und da man bekanntlicherweise auch in Paraguay nicht jedes Jahr ein neues Haus baut. Von daher ist es wichtig,
dass man also wirklich ein vernünftiges Haus bekommt für einen attraktiven Preis. So, zum Beispiel bei uns im Paraguay Live Team arbeiten, wie ihr wisst, mit Baufirmen und mit Fachleuten. Das heißt also, ich habe ja schon mal erwähnt, entweder die erste Lösung Baumeister oder die zweite etwas teurere, aber auch sichere Architektenleistung. Also, wenn man Geld sparen will und trotzdem eine gute Bauqualität bekommen möchte, sollte auf jeden Fall Baumeister wählen. Viele von euch sagen, na Pitt, gut, wie lange muss ich denn erwarten? Klar, also Neubau dauert schon. Also das letzte Haus haben wir gute 2 Monate für gebraucht. Der Baumeister hat richtig Gas gegeben, auch mit seinem Team. Aber wie gesagt, das Wetter war top und das Haus war so um die 75 Quadratmeter. Also von daher, je größer das Haus, desto länger braucht man natürlich zum Bauen. Also grundsätzlich sollt ihr schon so zwischen 3 und 6 Monate rechnen, je nach Größe des Hauses. Weil da fragen auch viele von euch, wie lange dauert es halt. Dann natürlich in Paraguay, so denke ich, mit 95% Massivhäuser gebaut werden, also richtig aus hiesigen Ziegel, also so wie Portonsteine, also wirklich Top-Qualität, also sowohl ökologisch als auch von der Wärmedämmung her. Das ist also wirklich die beste Lösung. Auch die Dachpfannen kommen hier aus Paraguay. Von daher sind die Preise relativ attraktiv. Das habe ich schon in dem anderen Video erwähnt, wie hoch oder wie niedrig auch die Baupreise sind. Da könnt ihr euch gerne das Video anschauen. Das heißt, ihr erwerbt ein Stück Land. Was die erste Frage ist natürlich, ist Strom, die zweite Wasser. Ja, also in Paraguay gibt es gar keine Kanalisation, zumindest in den ländlichen Bereichen nicht. So, und da sollte man schon darauf achten, was mit dem Abwasser bzw. vor allem mit dem Trinkwasser bzw. mit der Trinkwasserversorgung passiert. Und von wo kommt es? Also, kurze Zusammenfassung. Paraguay Immobilien kaufen? Auf jeden Fall ja. Man kann es wirklich kaum was Verkehrtes machen. Ob ihr als Investoren auftritt oder Eigenheimbesitzer ins B, da kann man im Prinzip wirklich nichts Verkehrtes machen. Okay, die Preise sind zwar gestiegen, aber die steigen immer noch und das ist also sehr gute Investition als auch für Eigenheimbesitzer. Also auf jeden Fall darauf achten, Reisepass, die Dokumente, Grundstücksdokumente und vor allem die richtige Notarin bzw. Notar, also das richtige Notariatbüro. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wert, sich auf den Neubau zu konzentrieren. Das heißt also, Baugrundstück zu erwerben und dann mit dem richtigen Partner das Haus erstellen. Okay? So, ich hoffe, ich konnte euch diesbezüglich einige Fragen beantworten. Sonst, falls ihr andere Fragen habt, natürlich ruft mich an. Die Nummer gebe ich unten und natürlich wie immer auch in der Videobeschreibung unter dem Video. Likes bitte nicht vergessen, den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt, um kein Video mehr zu verpassen. Teilt das Video ja auch. Es gibt sicherlich Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die vielleicht nach Paraguay auswandern wollen. Und da bin ich mir sicher, dass die Fragen auch interessant sein werden. Also, in diesem Sinne,
Mach's gut, bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.